Zehn für uns beide. Der Seeschlangenkörper richtet sich, wie gesagt, aus. Auf der Sargasso-See streckt sich nach oben und der lange, schuppige Körper fällt tonnenschwer auf das Oberdeck und reißt die restlichen verbliebenen Beine der Arche mit nach unten. Ihr könnt sehen, wie sie nachgeben, gerade auf der einen Seite, wo ihr schwer angeschlagen seid, sodass ihr auch seitlich abtrudelt. Und Achmat, Jalan, ihr beide fallt über das Oberdeck purzelnd runter auf die Sargasso-See. Kann ich mich vorher irgendwo festhalten oder bin ich ja schon unten? Du bist schon unten. Schlägst auf die Oberfläche auf. Es gibt leicht nach, wie ein, ja, wie eine Oberfläche, die sich dann eben nach unten ausbreiten kann, den Sturz abfängt. Das Wasser, was dich leicht einhüllt, du stinkst wieder bestialisch. Auch wenn du sowieso schon tatest, du kannst eben erkennen, wie neben dir das eine Bein, was angeschlagen war, jetzt auch abgebrochen ist und nutzlos herunterhängt. Auf dieser Seite habt ihr jetzt nur noch zwei Spinnenbeine. Die Arche immer noch unerreichbar hoch. Da müsstest du jetzt hochklettern, die vielen, vielen Stockwerke. Und du kannst jetzt erkennen, und natürlich auch die anderen, wie sich die Seeschlange einfach auf euer Oberdeck fallen lassen hat. Kämpf mich erstmal auf die Beine, ruf nach oben. Schießt! Schießt endlich! Und prüf mal, ob mein Leitreim auch heil ist. Fingerfertigkeits, wobei Hauswirtschaftsprobe, um zu schauen, wie du ihn verstaut hast. Ich finde das gut. Zum Glück habe ich das vor ewigen Zeiten mal gesteigert. Hier. So. Oh Abemir ja. ist da, Kiaras Achmat ist runtergefallen und auch. Wo ist denn Jalan? Ganz unten. Achso, mein Token. Ja, genau, dein Token. Noch in Boran, glaube ich. Dann kannst du das mal nach Boran. Na, schauen wir mal. Super, perfekt. Ja. Genau, wir befinden uns auf dieser Karte. Die Seeschlange müsste jetzt aufgedeckt sein. Cool. Und der Kampf beginnt. Initiative. Die ersten zwei Harpunale werden abgeschossen. Da können wir auch gleich mal gucken. So, Initiative der Seeschlange liegt bei 10 plus 1 wie 6. 13. Dann schießt Bronn. Das ist zumindest ein Schuss. Und nochmal 2. Okay. Dann habt ihr euch alle sortiert mit eurer Initiative. Ja, nein, vielleicht. Abelmir 12. Jalan 22. Kjaras. Haben wir ein Brett? Kann ich gerade mal ranziehen. Muss ich von drüben holen. Könnt ihr aber auch schon mal ins Teamspeak reinschreiben. Das ist immer sehr hilfreich. Kommt. Ich sehe gerade, meine Initiative steht falsch drin, aber egal. Die Basisinitiative ist 15 bei mir. Den Bombenmut jetzt, ja. Okay, dann einmal bitte die Token kopieren. Jalan bist du bei der 22, Achmat bei der 13. Achmat steht auf der 13, Eldan bei der 17. Du bist bei noch auf der 22. 22. Muss bei 16 stehen. Okay, dann beginnen wir mit der Seeschlange. Die Seeschlange greift an. Möchtet ihr was tun? 3, 2, Nö. 1. Du haltest dich fest. Die Seeschlange greift an und zwar sehr ziellos, sehr wahllos. Sie wird sich weiter fallen lassen, aber den Oberkörper aufrichten und das Falkenbanner angreifen, was hier gerade ja steht und mit langen Spießen versucht jetzt nach ihr zu hacken und zu stechen. Die Seeschlange würfelt.
Ja, treffen wird sie. Wir gucken einfach mal, wie viele, indem sie zubeißt. Beziehungsweise sich fallen lässt, aber es gibt hier keinen keinen Schaden vom Fallen. Zum Fallen lassen. Ich werde jetzt einfach mal den TP-Würfel benutzen. Und ja, sie greift mit W20 an. Ist gar nicht so viel. Dann könnt ihr erkennen, wie das erste Mal der Kopf nach unten stößt und einem der Männer, der hier gerade sehr unvorsichtig war, vielleicht noch einmal als Reflex seinen Schild hochhaltend zerdrückt wird, zerquetscht wird. Der Schild wird ihm aus dem Arm gerissen und bricht einfach nur ab. Das war tatsächlich ziemlich schwach von der Seeschlange. Ach, warte, 13. Ja, Achmat würde, nachdem er da runtergeschleudert worden ist, erstmal wieder versuchen hochzuklettern. Okay, klettern. Ohne Hilfsmittel an so einer Archen-Borkenhaut, da hängt vielleicht noch was dran, aber ich erschwere sie dir um 1. Gut, Achmat klettert. Eldan, 17. Ich möchte, kann ich einschätzen, wie schwer das Vieh gepanzert ist? Hast du eine Tierkunde? Ja, habe ich. Okay. Tierkunde erschwert um 7, dann kann ich dir sowas verraten. Ja, denke mal darüber nach. So ganz erfolgreich. Naja. Ja, sie ist gepanzert, sie ist schuppig und man kann sie nicht besiegen, so groß wie sie ist. Vor allem wird sie ziemlich auch alt sein, ragt noch nicht ganz aus dem Wasser raus und kämpft hier nur mit dem Oberkörper. So, 17, dann müsste... Wo war Adeptus Mai? Aber mir bei 16 müsste stehen. 16. Dann machen wir dich auch nochmal. 16, du bist dran. Ich würde einen Blitz schleudern. Plötzlich finden auf die Schlange. Ja, dann kannst du ihn gerne einmal würfeln. Sollte eine Aktion dauern. Okay. Die MR kenne ich leider nicht, deswegen... Ja, du merkst, dass du wohl nicht durch die Magieresistenz durchgekommen bist. Werde ich dir nicht verraten. Wenn du sie geknackt hast, dann verrate ich sie dir. Alles klar. Du brüllst einmal laut Blitz sich find und nicht passiert. Kiaras. Der Kopf ist nach unten, oder? Der Kopf ist aktuell unten, ja. Ich will ja auf den Kopf springen. Kannst du nicht. Du stehst vorne am... Ja, also ich würde mich gerne losbinden, zu ihr rennen und ihr auf den Kopf springen. Okay, dann kannst du eine Aktion Position schon mal machen und laufen. Das Schiff ist 70 Meter lang. Aktuell bräuchtest du 25 Meter. Möchtest du sprinten? Ja. Okay, dann stehst du jetzt auf dem Vorderdeck. Jalan. Ich möchte mir erst einen Heiltrank reinpfeifen. Heiltrank? Der ist unversehrt geblieben? Ich habe meine Probe mit 4 übergeschafft, ja. Okay, dann kannst du deinen Heiltrank trinken. Ist am Gürtel oder wo? Ist am Gürtel. Ich glaube, dann dauert das nur 6 Aktionen. 6 Aktionen? Ich meine ja, wenn du das aus dem Rucksack rausholst, ist es noch mehr natürlich. Ich glaube, dann sind es sogar 10 Aktionen. Und ich kann mich jetzt auch täuschen. Ich gebe dir einfach mal 4 Aktionen. 4 Aktionen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich glaube aber, Gürtel dauert sogar 6. Du trinkst deinen Heiltrank. 4 Aktionen. Ich würfel schon mal aus, ja? Ja, mach mal gern. Die einzelnen, das Falkenbanner wird natürlich zustechen. Ich muss gerade einfach mal den Schaden von den Geschützen. Könnt ihr mir mal kurz sagen? Moment. Der Harpunal macht TP, LEP sind 4W6 plus 10. 4W6 und es haben 3 Leute getroffen. Ich krieg noch plus 4, weil unter 50 Meter Reichweite. Plus 4. Schauen wir mal nach. Das sind 33 plus 3 Stück sind 30, sind 63 und plus 4 sind nochmal plus 12. Das heißt, ihr habt jetzt gerade ungefähr 70 TP weggeschossen. Denn der Rüstungsschutz muss auch noch betrachtet werden. Oh, die Seeschlange blutet aus verschiedensten Löchern. 3 Harpunale stecken in ihrem Bauch. Und sie wird jetzt nach und nach von dem Falkenbanner behakt. Die versuchen, durch die Rüstung durchzukommen. Die haben natürlich mal mehr, mal weniger Zeit und versuchen es dann auch mit Wuchtansagen.
Und die nächste Kampfrunde beginnt. Die Seeschlange ist dran. Möchte jemand vorziehen? 3, 2, 1. Ja, ich werde auf den Kopf springen. Keras. Dann würfel mir mal bitte eine Kletternprobe. Ja. Seeschlange, ich erschwere sie dir oben nur 5. Ja, du versuchst, schauen wir mal nach, wie viele. Du versuchst dich nach oben zu ziehen und stellst wohl fest, dass du, ja, zumindest fällst du nicht runter, aber du bleibst hängen. Als sich der Kopf wieder nach oben bewegt und du mit ihm. Nicht oben auf dem Kopf drauf, aber an der Seite klemmend, hast dich zwischen den Schuppen verhakt. Oh, sehr schön. Ich versuche meinen Säbel hineinzurammen, um damit halt zu kriegen. Ja, das kannst du jetzt nicht machen, weil du eine Kletternprobe gewürfelt hast, aber vielleicht nächste Runde. Ja, wunderbar. Ahmad, 13. Ja, klettert weiter. Dort würde es nochmal versuchen, nachdem er da sehr unelegant drunter geplumpst ist und sich über seine schwere Rüstung beschweren und dann ja, wieder hochklettern zu versuchen. Okay. Kannst natürlich auch die Rüstung zurücklassen. Nein. Nein. Will ich nicht. Gut. Ahmad 13 durch. Adeptus Mario Abelmir Yamoredes. Ich würde gerne meinen Flammenschwert zünden. Dort eine Aktion. Ja, nächste Aktion. Und. Ja. Laufen? Laufen in Richtung. In etwa. Kann ich mit. Letztendlich kann ich die Position aufsenken und hier hinlaufen, wenn es geht. Okay. Das sollte in einer Aktion Position sein, wenn du da stehst, wo du aktuell stehst. Das sollte gelingen. Das sind nur 4 Meter. Aktion Position durch Eldan Gorbas. Ja, nach einem kurzen Studium meiner Zauber glaube ich nicht, dass ich genug Schaden mache und halte meine Aktion erstmal noch bereit. Vielleicht brauche ich die noch. Also ich tue erstmal nichts. Gut, Kiaras hat er vorgezogen. Ja, dann. Trinkt. Dann ist die Seeschlange dran, nächste Kampfrunde. Und sie würde sich mit einem, mal wieder fallen lassen. Also einmal hoch und wieder runter und versucht dann einen weiteren vom Falkenbanner zu fressen. Sucht sich diesmal einen neuen aus. Und das ist wieder gar nicht so viel. Ein weiterer Schild, was nachgibt und bricht. Die Seeschlange ist durch, der nächste, Ahmad. Mir wird das mit dem Klettern zu blöd. Ich lasse mir jetzt einfach einen Eingang machen hier. Wir haben doch einen Eingang. Nee, wir haben einen Eingang. Was glaubst du, wodurch wir immer rein und raus gehen? Ja, aber der ist zu, oder nicht? Der wird eine Tür sein. Vor allem hier irgendwo. Hier vorne ist das Maul, hier hinten ist das Schiff, die Feuer-Agent. Und hier habt ihr so einen kleinen Eingang, ja. Den könntest du jetzt aufmachen. Ja, dann gehe ich da hin. Irgendeine Tür, die ihr habt einbauen lassen, das geht. Aber gut, dann stehst du auf alle Fälle schon mal im Unterdeck und du könntest dann hier irgendwo an dieser Position ist ja die Treppe oder das Treppenhaus, das Treppengeschoss. Da müsstest du jetzt natürlich hingehen, sprinten, kannst du da jetzt laufen. Das dauert natürlich eine Zeit. Ja. Ahmad läuft, Adeptus, Mario, Eldan, Abelmir, Entschuldigung. Ich würde jetzt über Fernkampfattacke, ich habe ja die Ritualkern mit 3W20 gewürfelt, habe alle 11 Punkte übrig, heißt, ich könnte jetzt die 11 Punkte für... Das sind W12. Ach, mich vertan. Das sind wir 12. Geh mal bitte auf deinen Charakterbogen und da kannst du dann über Moment Ritualkenntnis, mystisch entweder Ritualkenntnis oder du kannst es. Ach da, okay. No. Würfel, na los. Hopp. Wieder nicht. Den Wert anklicken oder? Ich muss gerade gucken. Den Wert kann ich nicht anklicken. Ja, ich weiß. Warte mal. Geh mal auf Talente und dann bei Sonstiges. Da hast du es drin. Da müsstest du immer noch die Probe bestimmen, auf was die Probe gewürfelt wird. Mut, Intuition, Gewandtheit. Gut. Mut, Intuition, Gewandtheit. Ach, da. Okay, würfel mal. Zack. Genau, weil mit einem W12 wirst du wahrscheinlich immer es gelingen. Okay, ja. 8 Punkte übrig. Was möchtest du machen? Dein Schwert als Fernkampfwaffe benutzen. Genau, als Fernkampf, 4 Punkte einsetzen für eine Talenterhöhung auf 14. Also Grundattacke ist ja 12. 4 Punkte, wie gesagt, auf 14 zu erhöhen und die restlichen 4 Punkte da jeweils um 2
Punkt erhöhen, heißt 1W plus 6 jetzt in diese Fernkampfsäbel. Ich würde mir unter Säbel aus wahrscheinlich. Die Attacke denn. Ist das deine Säbelattacke oder? Nee, das ist vom Flammenschwert. Also die hat jetzt einen Wert von 14. Ich weiß nicht, wie die 14 auswürfeln soll. Okay, ja, dann nimmst du W20. Wie viel habe? Sekunde. Die Waffe. Liegt unter der, ach, da, ja. Unten in der Box. Ich würfel mal ein W20 einfach. Das wird nicht gelungen sein. Nein. Gut. Ja, wahrscheinlich wirst du sie nicht verfehlen, aber dein Schwammschwert prallt erstmal am großen Kopf der Seeschlange ab und dann ist Eldan Gorbas dran. Okay, ist hier in der Nähe jemand, der eine Armbrust dabei hat, die er gerade nicht nutzt? Wäre möglich, ja. Ja, ich suche so jemanden. Ja, du findest einen. Könnten Sie mir Ihre Armbrust bitte leihen? Ich suche mir bewusst jemanden, der gerade ein Geschütz belädt. Also jetzt niemanden, der besser mit ich ist als mit der Armbrust. Ich suche jemanden, der gerade eine andere Aufgabe im Grunde hat. Keine Ahnung. Ja, irgendjemand, der nachlädt. Genau, der sie selber nicht nutzen kann. Ja, dann Überredenprobe. In der Hitze des Gefechts. Kiaras ist... Wir machen erstmal Jala. Ich sprinte hinter Achmat her, da ich fast doppelt so viel Geschwindigkeit wie er habe. Sollte das sich nicht viel nehmen. Okay, dann ist jetzt Kiaras dran. Ja, ich nehme meine beiden Säbel zur Hand, versuche die zwischen die Schuppen zu stechen und mich damit dann so ein nach dem anderen nach oben zu arbeiten. Ja, mach erstmal bitte eine weitere Kletternprobe. Ja. Sonst fällst du runter, wenn sich jetzt der gewaltige Kopf voranstürzt. Erschwert? Immer noch erschwert um 5. Gut. Dann klatschst du jetzt mit der Seeschlange gemeinsam aufs Oberdeck und die war auf einer Höhe von, sagen wir einfach mal 1W10. 5 Meter nur. Das sind dann 5W6 minus 5. Jo. Die Seeschlange ist wieder dran. Die Seeschlange kommt einmal mit dem Kopf nach oben und versucht es dann... Ja, sie wird jetzt diesmal nicht angreifen, bleibt mit dem Kopf oben. Die Schützen, die jetzt hier noch stehen und sie mit Pfeilen behaken, werden hier da auch viele, viele Treffer landen. Und sie macht etwas anderes gerade. Jalan kann das wohl noch spüren und auch Achmat, die gerade sich im Unterdeck befinden, wie wohl etwas von unten knarzt. Kann man hören, wo genau das herkommt? Wohl da, wo ihr eben standet. Also etwa hier. Ist unter uns. Seeschlange ist fertig, hat ihre Aktion gemacht. Achmat, 13. Sprintet weiter. Wie weit bin ich jetzt schon oben? Also wie weit bin ich von oben entfernt? Eine Aktion müsstest du noch sprinten und dann kannst du ziemlich erschöpft oben ankommen. Wie lange würde ich brauchen, um zurückzugehen? Auch eine Aktion. Beziehungsweise einen Kampf. Dann würde ich nach oben laufen. Gut, Achmat das durch. Abelmir. Ich würde nochmal schlagen nach ihr. Ja, wieder die 14. Dann kannst du jetzt treffen. Schaden. 1W plus 6 mit. Gut eintragen, den Modifier. 9. 9 Flammenschaden. Mhm. Okay. Eldan Gorbas. Ja, ich habe ihn erfolgreich davon überzeugt, dass er mir die Armbrust gibt. Bei der möchte ich jetzt auf die Seeschlange zielen. Einfach eine ganz normale Armbrust? Oder möchtest du vorher... Ich nehme die erste Armbrust, die ich finde. Ja, okay. Hätte ja sein können, dass du noch was mit dem Bolzen machen willst. Dafür reicht die erste. Okay, ja, dann kannst du gemeinetwegen gerne auf die Seeschlange schießen. Wir schauen einfach mal nach. Du bist jetzt vielleicht gerade hier hingerannt. Die Entfernung ist aktuell 24 Meter und noch ein bisschen nach oben, ist aber egal. Mach mal 24 Meter und Steilschuss nach oben. Ja, deswegen muss ich ja zielen. So, ich ziele mit Aktion. 2 Stück? Ja. Okay, dann kannst du das schon mal durchrechnen. Kiaras ist gerade auf dem Boden aufgeschlagen. Ja. Ich möchte wieder aufstehen. Ja. Und wieder auf dieses Ding klettern. Okay.
Okay, dann musst du, wie gesagt, hier gerade bist du runtergefallen. Sie steht jetzt hier am Rande und ja, greift nicht mit dem Kopf an, aber du könntest jetzt hier von der Reling runterspringen und dich dann an ihrem Bauch festkrallen. Das würde gehen. Aktuell ist ja nicht unten. Ich würde mich, glaube ich, eher dann hinter das Horn stellen und warten, bis sie wieder rankommt und dann auf eine bessere Gelegenheit warten, drauf zu springen. Okay, möchtest du also dieses Horn rauflaufen oder einfach nur dahinter stehen bleiben im Schatten? Kann man das rauflaufen? Ich dachte, das steht so aufwärts. Eigentlich schon, ja. Müsstest du natürlich dann mit einer Probe noch einmal festigen, aber im Prinzip geht das. Nee, ich würde da hinter Entdeckung gehen und halt warten, bis sie wieder nah rankommt. Okay, im Schatten des Hornes. Jalan, eine Aktion laufen? Eine Aktion nach oben, eine Aktion zurück, richtig? Okay, dann nächste Kampfrunde. Das war die Frage, Frosty. Ja, also du brauchst jetzt eine Kampfrunde entweder nach oben oder eine Kampfrunde nach unten. Dann laufe ich wieder bis genau nach unten und hoffe, die Schlange zu fangen. Dann kannst du nach oben. Nein, nicht auch nach oben. Doch, nach oben, gut. Ich bin feige. Wieso feige? So, und Seeschlange ist dran. Ihr könnt jetzt erkennen, beziehungsweise Adeptus Major Abelmir kann das erkennen. Der Seeschlangenschwanz wird sich jetzt um euch schmiegen und auf der anderen Seite auftauchen und sie fängt an zu drücken. Sie quetscht eure Arche. Ist der Seeschlangenschwanz genauso panzert wie der Rest ihrer Körper? Das kannst du davon ausgehen, ja. Gleiche Panzerung. So, das kannst du erkennen. Das ist die Aktion der Seeschlange. Sie fängt an, euer Schiff zu würgen und macht am Schiff Schaden. Achmat. Bist jetzt oben. Ja. Ich weiß nicht, wie erschöpft ich bin, aber ich würde wahrscheinlich jetzt erstmal eine Aktion Atem holen oder sowas. Und versuchen da irgendwie, ja, mich zu orientieren und überhaupt da die Lage zu begreifen. Ja, okay. Wie gesagt, du kannst hier erkennen, wie die Seeschlange hier aufragt, mit dem Kopf nach unten schauend, bekommt natürlich viele, viele Schüsse von den Schützen hier ab. Das Falkenbanner steht hier irgendwie versammelt in so einem großen Bogen. Die Äste, die hier irgendwann mal nach oben ragten, sind abgebrochen. Der Steinaltar ist zertrümmert. Du kannst wohl erkennen, wie da wohl irgendwas rausläuft. Vielleicht war da wohl irgendwas, was jetzt gerade zerdrückt worden ist durch das gewaltige Gewicht. Und hier auf der anderen Seite kommt jetzt der Schwanz der Seeschlange nach oben und es gibt ein bedrohliches Knarzen der Arche. Ja, nachdem man das in einer Aktion wahrgenommen hat, vergisst man die kurze Verschnaufspause und rennt dann hier erstmal zum unteren Teil des Schwanzes. Habe mir. Wie groß sind die Augen von dieser Seeschlange eigentlich? Augen groß. Das Ding ist selber sehr groß und jetzt müsste man mit den Fernkampfregeln einmal den Wert für Augen raussuchen und dann für einen sehr großen Gegner. Okay. Also ich sag einfach mal so groß wie ein Fußball. Ist denn ein Fernkampf mit einem Flammenschwert? Zählt es nach Fernkampf oder? Flammenschwert ist kein Fernkampf, das ist Nahkampf. Aber ich wollte jetzt wieder nach den Augen schlagen, bitte nach einem Auge erstmal. Dann machen gezielten Angriff gegen den Kopf. Plus? Ich glaube gegen gleich. Nahkampf Kopf gegen... ist plus 4. Ist das nur plus 4? Mehr ist es gar nicht? Ja. Nee. Ich trage jetzt mal einen Modifier von 4 ein. Das sieht gut aus, dann würfel nochmal W20 für die Trefferzone. 11 bis 20 ist doppelter Schaden und... Sekunde. Trefferzone ist ja hier, oder? 1 bis 10 ist... Das ist schade. Okay. Dann ist es trotzdem doppelter Schaden wegen der 1. Ja, kannst du nochmal Schaden machen. Und ihr dann versuchen... Willst du ein Auge rausstechen, rausschneiden mit dem Flammenschwert? Reinstechen wahrscheinlich. Beim Flammenschwert reicht es wahrscheinlich völlig aus, oder? Mach mal Schaden. Das sind... 22 abzüglich der Rüstung, dann kannst du auf alle Fälle ihr Auge stark beschädigen und sie wird erst zurückweichen und ist sauer. Gut, habe mir es durch. Gorbas, hast gezielt. Ja. Oh, das reicht sogar. Schöner Schuss. Du hast nichts Besonderes gezielt, ne?
Nein, ich möchte einfach nur die Seeschlange treffen. Ich weiß nicht, jetzt müsste ich die Trefferzonenwürfel von DSA 5 haben. Gib mir nochmal. Gib mir doch mal ein W20. 20 ist Kopf, beziehungsweise sogar Auge, und je kleiner du würfelst. Alles klar, dann kannst du hier so einen Teil des Rückens erschießen, der gerade aus dem Wasser rauskommt. Und ja, machst da ganz normal deinen Schaden von. Was ist das für eine Armbrust? Weiß ich nicht. 1W6, die erste, die ich gefunden habe. 1W6 plus 4, oder was macht eine normale leichte Armbrust? Leichte macht W6 plus 6. W6 plus 6, und dann kannst du den einmal würfeln. Wir ziehen wieder 4 von der Rüstung ab. Ja, dann machst du von den normalerweise 640 kannst du 7 Lebenspunkte abziehen. Sehr gut. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Ja, kannst du schon mal überlegen, was deine nächste Aktion ist. Kiaras. Mach mal eine Tierkundeprobe. Ah ja, gut. Oder abrichten, wenn du hast. Habe ich auch. Finde ich gut. Ja, sie ist sauer, und die nächste Aktion in der nächsten Kampfrunde wird Abelmir gelten. Oh oh. Was willst du tun? Abelmir in Deckung! Abelmir in Deckung, freie. Das war nur eine freie Aktion. Steht auf der anderen Seite, direkt gegenüber. Entfernung 11 Meter. 3, 2. Ich renne zu Abelmir und versuche ihn in den Turm reinzuziehen. Okay, Aktion, Position, damit kannst du wie viel Meter machen? Schaffst du nicht. 25, deine GS ist 8. Wenn du gerüstet bist, sogar noch weniger. Du musst sprinten, du musst beide Aktionen auffinden, um zu ihm zu kommen. Ich bin nicht gerüstet. Dann machst du trotzdem unter 8 Meter. Oder 8 Meter. Ja, du musst, dann musst du sprinten. Dann mache ich das. Okay, er hat aber schon eine Aktion für Abelmir, also er hat gerufen, und dementsprechend hat er doch keine. Na gut, stimmt. Du erreichst Abelmir in dieser Kampfrunde, und ja, damit wirst du genauso getroffen wie er. Jalan. Komme ich in einer Aktion Position an die Schlange ran? In einer Aktion, ja, wahrscheinlich nicht. Das sind jetzt 14 Meter. Die Karte ist das? 15 Meter. Gut, dann laufe ich ja zwei Aktionen an die Schlange ran. Zwei Aktionen an die Schlange ran. Das hier sind nur bis hierhin. Bis hier muss ich, okay. Dann, ja. Ah, sie ist ja wie gesagt aufgerichtet und dann in der dritten Dimension. Okay, ja. Dann nächste Kampfrunde. Die Seeschlange ist dran bei der 12. Ich vorziehen. Okay, das ist sehr gut. Jetzt zeige ich euch, wenn man das macht, geht sie da Stich. Wenn wir der Schlange hinstechen. Richtig, dafür muss ich eine Dekunde ablegen. Erschwernis? Ja, keine Erschwernis. Tierkunde schaffen, und dann kannst du versuchen, an ihrer Rüstung vorbeizustechen. Ich suche mir eine Schuppe, die. Vielleicht ist eine Schuppe lose, vielleicht an der Stelle, an der der Abunal eingedrungen ist. Suche mir da eine und steche zu. Wie viel Rüstung hat sie? 4. Okay, das macht eine 6er Erschwernis. Kannst die Schuppe einmal anheben und dann von unten in den Bauch stechen. Der geht durch. Für sagenhafte 10 Schaden. Das war der Trefferwurf. Das ist der Schaden. Das war der Trefferwurf. Leider nur 8. Rüstung zählt nicht und automatisch eine Wunde. Ja, sie heult auf und ist sauer. Merkst, wie wohl die Arche gerade biegt, und auch der Teil, auf dem du gerade stehst, hier am Rand, und auch auf der anderen Seite kann es jetzt Ahmad spüren, wie die Arche bricht. Blanken nachgeben und du ein bisschen den Halt verlierst. Wie lange braucht dieses Gift denn? Seeschlange ist immer noch auf der 12. Jemand hat da vorgezogen. Noch jemand? 1, 2, 3. Ich möchte vorziehen. Ich möchte aber mir aus dem Weg ziehen. In den Turm rein. Okay, machen wir einen Raufenangriff.